Versuch bitte nicht zu sterben, okay? Gehen wir? Wir gehen. Wenn es immer bergauf geht, muss es auch wieder runtergehen. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Robert Redford und Nick Nolte als ältere Herren auf Wanderschaft? Klingt lustig. Ist es auch. In Picknick mit Bären begeben sich zwei ungleiche Schulfreunde in ein risikoreiches Abenteuer. Ein witziges Buddy-Movie über das Wesen der Freundschaft und ein Schenkelklopfer mit Niveau. Auf dich und auf die Liebe und auf den Frieden. Okay. Vincent, können Sie bitte mit Frederik die Plätze tauschen? Traditionell sitzen an dieser Seite des Tisches immer nur Frauen. Man kennt sie ja, die alltäglichen Streitereien in der Familie. Im Film keimt dabei in jedem Familiendrama ein wenig Hoffnung auf. Nicht so in Lars Kraumes Familienfest. Hier bekriegen sich die Angehörigen eines unnahbaren Pianisten aufs Ärgste. Zeit zum Durchschnaufen gibt es nicht. Ein atemloses, berührendes Drama. Jerry Progressive, Achtung! Mendel Rutzett findet statt. Echo Choir ist aufgeflogen. Sind das Lyrics oder sowas? Der ewig nette Jesse Eisenberg entpuppt sich in American Ultra als Jason Bournes kiffender Bruder. Der ahnt in der witzigen Action-Romanze jedoch nicht, dass er eigentlich ein Superagent der CIA ist. Die Hosen an hat dabei aber Twilight-Bella Kristen Stewart. Ich kann dir helfen, Jimmy und du mir. Es ist ein Bündnis. Lass das FBI unsere Kriege führen und wir können tun, was wir wollen. Verrat wittern, drohen, auslöschen, ballern. Klingt cool, ist im routinierten Gangsterfilm Black Mass aber recht dumpf. Johnny Depp mordet sich darin als brutaler Clanboss durch die Welt. Und der Megastar trägt dabei Halbglatze und pockennarbiges Gesicht. Bringt nix. Johnny schrumpft zum Normaldarsteller.